Ich benutze das Hautpflegespray für Abby auch. Sie hatte, als sie noch jünger war, mal rote Punkte am Bauch. Das hat sie auch schön gejuckt. Und da habe ich dann mit dem Hautpflegespray ihr wirklich schnell Linderung verschaffen können. Aber mich interessiert, was das Produkt noch so kann. Also das ist ja wirklich ein Allrounder. Genau, das ist es. Auf der einen Seite denkt man immer erstmal, ja, wie komme ich denn an die Haut eigentlich bei einem Hund mit so vielen Fell? Aber genauso wie Sie gerade sagten, wir haben Ekzeme, bekommen hautfreie Stellen. Wir haben bei Welpen am Bauchbereich mal so Themen. Wir haben in der Nachsorge von Floh- oder Flohallergischen Reaktionen etwas. Und da direkt auf der Haut aufgebracht, kann natürlich die Hautpflege als Spray dann durch die Molkeneiweiße und die Zusammensetzung dann die Heilung unterstützen. Das habe ich auch gemerkt, dass Abby da wirklich direkt Linderung verspürt hat. Ja, mir ist vielleicht doch noch mal wichtig, noch zu den verschiedenen Hauterkrankungen da etwas zu sprechen. Natürlich ist es immer erstmal wichtig, dass man die Ursache eigentlich bekämpft hat. Also jetzt eben natürlich, wenn Flohbefall da ist oder Milbenbefall da ist, dass man den bekämpft. Denn das kann natürlich ein Pflegeprodukt nicht leisten. Wir wollen dann in der Nachsorge schnell dafür sorgen, dass die Haut wieder in einen intakten Zustand, denn die Haut ist wichtig, um den Körper zu schützen, in einen intakten Zustand kommt. Und dafür wollen wir es dann einsetzen. Also immer erstmal die Ursache wegbekommen und dann in die Hautpflege. Welche Produkte kann ich denn benutzen, wenn ich jetzt bei Abby zum Beispiel einen Flohbefall hatte, um die Ursache erstmal zu bekämpfen, um dann das Hautpflegespray zu benutzen? Dafür gibt es ADAP, Spot-Ons, Halsbänder, Spray, auch Shampoos, um dann eben die Flöhe zu bekämpfen. Dann kommt unser Hautpflegespray im Anschluss, um die Haut zu pflegen und zu regenerieren. Zeigen Sie doch mal, wie wir das jetzt hier anwenden. Also als erstes muss man die Flasche entriegeln. Da ist so ein kleiner Hebel, den einmal zur Seite schieben. Sonst kann man die Flasche nicht auslösen. Hat einfach den praktischen Mechanismus, wenn man es mitnehmen möchte, dass es dann auch nicht ausläuft aus Versehen. Und dann kann man das wirklich hier auf der freien Stelle, auf dem Bauch. Wir zeigen das jetzt mal, genau, wie man das dann aufbringen kann. Und dann sieht man auch mal, wie es sich auf der Haut verhält. Also es ist ein klares Spray, man kann es nicht wirklich sehen. Und dann kann man es wirklich einfach aufsprühen und eintrocknen lassen. Ja, und es ist verständlich durch die Inhaltsstoffe, dass es eben klar ist. Und es ist eigentlich ja natürlich mit den Molkeneiweißen. Es ist pH-neutral, auch das, dass wir wieder den pflegenden Effekt auf der Haut haben. Und dann lassen wir es hier einwirken. Genau, bis es getrocknet ist. Und dann kann man es mit einer guten Hundebürste einfach ausbürsten. Wobei wir ja sagen würden, wenn wir jetzt eine wirklich geschädigte Haut haben, die gereizt ist oder so, würde man eventuell mit der Bürste gar nicht unbedingt drangehen, sondern lässt es einwirken. Ja. Und dann schützt es die Haut und pflegt es die Haut. Genau, wenn ein bisschen Fell beteiligt ist, einfach ausbürsten dann und sonst eintrocknen. Genau. Wie oft sollte ich das Spray anwenden? Ja, das ist hier nach Bedarf würden wir es anwenden. Also wenn wir einen akuten Fall haben, kann man es mehrmals täglich anwenden, um die Haut eben pflegend zu schützen. Und sonst kann man es einmal in der Woche anwenden, um die Haut zu unterstützen bei regenerativen Prozessen, denn die Haut verändert sich auch immer.